Guten Abend und herzlich willkommen in der Rote Bar. Mit die beiden Halunken, mit denen Sie Pferde stellen können. Moderator Matthias Milberg und die Literaturkomedian Tim Bolz. Genießen Sie Programm voller Charme, sexuelle Spannung und Heiterkeit. Pump the volume up. Hallo, meine Damen und Herren. Da sind wir. Einen schönen guten schön. Abend. Hier sind, der andere heißt Tim Bolz, Literatur, Comedian, Schriftsteller aus Frankfurt. Ein Tausendsasser. Du bist ja nicht nur Comedian, Literatur, Comedian, sondern auch Literaturkriminologe, kann man das sagen, auch wenn jemand Krimis schreibt. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend noch an dich, lieber Matze, Matthias Milberg. Guten Tag. Und schön, dass wir uns hier in der Roten Bar heute mal treffen. Heute die virtuelle Rote Bar. Ja, kurz zum Hintergrund. Weshalb heißt das Ganze eigentlich die Rote Bar? Tim. Ja, willst du es aufklären oder soll ich? Also es ist so, dass wir uns ja unter anderem des Öfteren in Frankfurt in der Roten Bar getroffen haben. Die einen oder anderen werden das vielleicht kennen. Eine sehr schöne Bar unten am Main gelegen. Und wir haben dort immer sehr schöne Gespräche geführt. Bis du dann auf die glorreiche Idee gekommen bist, doch nach Köln zu ziehen. Womit dann diese Treffpunkte natürlich ad acta gelegt wurden. Und da haben wir uns gedacht, ja Mensch, dann lass uns doch eine imaginäre rote Bar eröffnen und an unseren Telefonaten, die wir sonst immer führen, einfach auch noch andere teilnehmen lassen und teilhaben lassen. Und dann hast du gesagt, dann lass uns doch einfach so eine kleine Podcast-Geschichte draus machen. Und und schon sitzen wir hier. Schon sitzen wir. In der imaginären roten Bar zu Gast. Ja, willkommen in unserer Lieblingsbar, in der roten Bar, in der Bar, in der du an der Tür schon begrüßt wirst mit den Worten, möchten Sie an der Bar sitzen oder lieber etwas abseits? Wir sitzen heute etwas abseits, kann man sagen, aber in Gedanken sind wir natürlich in der roten Bar. Tja, jetzt kennen wir uns schon eigentlich wie lange? Ich glaube, dass wir damals bei meinem Buch Weichei, da haben wir uns kennengelernt, als du bei Planet Radio darüber berichtet hast. Ne? Das dürfte dann also schon 5 Jahre her sein ungefähr. Warte mal, jetzt haben wir 2016, mindestens, ich glaube mindestens. Ja. Ja, doch, das haut hin. Ja. 2011. Das Buch Weichei, damals warst du für mich noch der Zeno. Ja, ich hoffe auch Vor deiner Hochzeit. Also das ist ja wirklich, hat man dann eine gespaltene Persönlichkeit, wenn man Bücher schreibt, unter dem Namen, unter seinem eigentlichen Namen Zeno Diegelmann und gleichzeitig unter einem Pseudonym Tim Bolz? Oder fühlst du dich als beides? Oder bist du mal das eine, mal das andere? Ja, also manchmal ist gar nicht schlecht, so ein zweites Alter Ego zu haben irgendwie, mit dem man so ein bisschen hausieren gehen kann. Mhm. Aber ansonsten ist das mir relativ wurscht. Also da höre ich mittlerweile auf fast alles. Also da bin ich hemmungslos geworden, ob das jetzt Tim oder Zeno ist. Aber ich glaube, bei Freunden und so, da kann man auch bei Zeno bleiben. Aber das ist eh wurscht. Die meisten wissen eh, dass Tim Bolz das Pseudonym ist für die humoristischen Sachen. Und auch jetzt bei diesem Podcast, bei dieser kleinen Geschichte, läuft es ja mehr oder weniger unter Tim Bolz. Aber es ist egal, ob du mich jetzt Tim nennst oder Zeno oder Ist mir egal. Ja, bei dir hat sich ja viel getan, auch in der Zeit, in der sich bei mir radiotechnisch jedenfalls nicht so viel getan hat. Seit 2014 habe ich die Klappe gehalten. Bei dir ist viel passiert. Du bist ja sehr, sehr aktiv, auch immer wieder unterwegs auf den Weltmeeren und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist so der Sascha Hehn der Literatur. Ja, sehr schöner Vergleich. Genau. Warum? Erzähl es uns. Warum? Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich mit meiner Kollegin, der Pianistin Corinna Fuhrmann, des Öfteren auf Kreuzfahrten gebucht bin, wo wir dann unsere Show zum Besten geben, unsere Leseshow. Rüden haben kurze Beine. Jetzt geht es übrigens bald wieder los, in ein paar Tagen, jetzt Ende November. Und zwar eine sehr schöne Kreuzfahrt auf der Europa 2 von Panama nach Tahiti. Von Panama nach Tahiti mit der MS Europa 2. Ja. Und dafür wird man noch bezahlt. Im besten Fall auch Wahnsinn. Noch bezahlt. Ja. Und es ist natürlich toll, dass man solche Punkte und Fleckchen auf der Erde mal kennenlernen kann und dabei auch noch ein bisschen die Leute unterhalten kann. Das ist schon super. Da bin ich sehr dankbar für. Was hast du jetzt schon so gesehen?
Wir haben uns gerade neulich überlegt, dass wir eigentlich außer Australien alle Kontinente jetzt schon bereist haben mit dem Schiff. Also Nordamerika, Wahnsinn. Südamerika, Europa, Asien ganz oft. Also da ist jetzt ziemlich alles abgedeckt. Wahnsinn, wenn man denkt, ach, der tippt ja nur zu Hause ein paar Bücher ab. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Ne? Also bist jetzt auch so viel unterwegs mit deinen Touren. Wie viele Termine allein in diesem Jahr? Boah, ich zähle es gar nicht, weil das überschneidet sich ja teilweise mit dem Weihnachtsprogramm, was ich noch habe und jetzt noch ein zweites Solo-Programm, das jetzt Premiere gefeiert hatte, Anfang Oktober in Frankfurt, das dort heißt Reden ist Silber, Schreiben ist Gold. Und dann gibt es noch eine Mixshow, mit der ich mit zwei Kollegen unterwegs bin. Also das sind sicherlich so 100 Auftritte im Jahr. Und jetzt geht es direkt übermorgen weiter hier von Düsseldorf aus, fliege ich weiter nach Sylt. Da haben wir einen schönen Auftritt. Da war ich auch noch nicht. Ach guck, ja, auch ja. Solche Ausflüge gibt es mal für dich? Ja, also das finde ich super. Ich hatte letztes Jahr war es, da hatten wir so eine kleine Nordsee-Tour gehabt. Die war schon legendär, muss man dazu sagen, weil es eigentlich in der Off-Season war. Das heißt, da war nicht mehr so jetzt die touristische Masse vor Ort. Also es war dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir überall waren, Jüst und Baltrum und die ganzen Inseln sind vor hin und her gehüpft. Und das war so ein bisschen spooky, weil natürlich viele Hotels schon zu hatten. Und wir waren auch in einem Hotel untergebracht, das eigentlich schon eingemottet war. Und zwar wirklich so, wie man sich vorstellt, also mit Folien über den Sesseln. Und das war sowieso so ein ganz altes Hotel. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert an diesen Motel oder Stephen King Film Shining. Ach so, ja. Du erinnerst dich vielleicht. Also ja. Man kam hin und man hat dann die Tür aufgemacht, niemand war mehr da, stand nur ein Schild, da stand drauf, bitte checken Sie selber ein. Ja, nee, bitte wählen Sie an dem Telefon diese Nummer. Da stand so ein altes Miss Marple-Film, so mit Hörer ab, so eine schwarze Drehscheibe. Und dann haben wir die abgenommen, haben die Nummer gewählt, dann hat das drei Zimmer weiter geklingelt. Und so eine alte Dame kam hervorgetreten und hat uns so angeschaut und gesagt, ich habe sie schon erwartet. Oh Gott, im Hexenhaus angekommen. Ja, das war wirklich schon ein bisschen beängstigend. Dachte man auch, oh je, ist das jetzt hier so ein Live-Krimi-Hörspiel oder sowas? Aber nee, war super. War ein schöner Auftritt. Und jetzt sind wir eben auf Sylt mal. Da waren wir noch nicht. Und dann geht's aufs Schiff. Ja. Reisen sind bei dir immer wieder ein Thema, zum Beispiel in der Nasendusche. Ja, absolut. Also da geht es auch auf große Kreuzfahrt. Da habe ich mich auch ein bisschen von meinen Auftritten an Bord inspirieren lassen. Und der Nasenduscher ist ja ein Allergiker, genauso wie du. Das heißt, also da fällt einem dann auch vieles zu ein. Ja, na klar, logisch. Also man kann natürlich immer am besten über das schreiben, was man kennt. Was sind denn so die Probleme eines Allergikers, außer laufende Nase? Und eröffnen uns Welten, die es für andere nicht gibt, für den Nicht-Allergiker. Ja, aber die Welten willst du auch gar nicht eröffnet haben. Nasendusche also halt, ja. Nasendusche, okay, das ist noch der angenehme Teil, weil das hilft dir so ein bisschen, aber ansonsten ist wirklich teilweise stirbst du da den Heldentod mit verkrusteten Nasen und pfeifenden Lungen und ähnlichen Dingen. Also das macht keinen Spaß. Deswegen flüchte ich auch immer. Das war damals die Grundidee, warum ich überhaupt diese Schiffsreisen gemacht habe, wo ich auftrete, weil ich einfach in dieser Pollenzeit abhauen wollte. Und da bin ich im April immer auf ein Schiff gegangen. Ja, das war der einzige Grund eigentlich. Das heißt, du bist aufs Schiff zugekommen oder das Schiff auf dich? Ja, damals bin ich auf das Schiff zugekommen tatsächlich. Ja, und, ja so muss man es machen. Dann hat es geklappt. Ja. Ich habe übrigens bei dir, du siehst diesen Sack. Schau doch mal rein, den habe ich dir. Ja, man muss auch dazu sagen, wo wir uns gerade befinden, sonst. Ja, bitte. Erklär du es. Soll ich das erklären? Ja, bitte. Also wir sind hier ausnahmsweise heute mal tatsächlich beide in Köln. Wie ich gerade schon sagte, fliege ich von Düsseldorf aus nach Sylt dann zu dem Auftritt. Bis jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Deswegen sind wir heute mal ausnahmsweise bei dir beide. In Zukunft, wenn das öfter stattfinden sollte, werde ich wahrscheinlich in Frankfurt sitzen oder irgendwo anders gerade im Hotel und werden uns diesbezüglich austauschen in der Roten Bar. Aber heute kommt noch was Spezielles dazu, wir sind vereint und doch nicht. Nee, das ist so ein bisschen, wir haben eben schon gesagt, das ist, ja. Du hast verkackt, nennen wir es doch mal so. Das ist wirklich, technisch hat es irgendwie nicht so funktioniert, ich sitze im Nebenzimmer.
Das ist wirklich eigentlich, so. Man könnte Sex haben, aber wir haben uns für Cybersex entschieden. Genau, es ist sehr futuristisch. Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass ich hierher komme, du hattest das alles wunderbar aufgebaut an einem Tisch und wir saßen uns gegenüber, aber die Technik hat uns da... Du wolltest dann dein eigenes Mikrofon benutzen, ja? Statt das, was ich schon aufgebaut habe. Genau, das war nicht so schön. Aber komm, lass den... Und deswegen sitzt du jetzt, bist du ins stille Kämmerlein verbannt worden und ich sitze in deiner Küche. Gefällt es dir bei mir in meiner Küche? Wir hören uns über Internet. Es ist reichlich bescheuert. Ich habe dir einen Sack da vorne hingelegt, einen Jute-Sack. Steh doch mal bitte auf und vorsichtig, da sind auch zwei Getränke drin. Okay, dann muss ich den Kopfhörer kurz ablegen und bewege mich. Denn übrigens, das, was die ganze Zeit... Und sei laut dabei. Ich habe keine Flatulenzen, sondern das ist dein Ledersessel. Ja, Moment, das können alle sagen. Moment. So, jetzt gucken, was er sagt. Geht er da hin? Guckt rein. Ich schaue ihn mal ein. Ja. Oh. Ich kann doch so schlecht Geschenke einpacken. So, ich bin zurück und bin begeistert. Ja, erzähl mal, was hast du gefunden? Ich bin begeistert. Ich habe hier eine Cherry Coke. Mega. Ich muss dazu sagen, da hatten wir schon mal ein Gespräch. Und da habe ich dir Cherry Coke mitgebracht, die ich von meinem Cousin von der Tankstelle mitgenommen hatte. Ne? Ja. Da haben wir schon unsere Kinder- und Jugenderinnerungen ausgetauscht über diese Cherry Coke. Du liebst Cherry Coke, ich weiß. Das ist, ja, also ich liebe Cherry Coke, allerdings immer nur der erste Schluck. Ja. Der erste Schluck ist immer mega, der zweite und dritte sind auch noch gut und ab dem vierten, fünften denkt man, boah, was eine Plörre. Was hast du noch gefunden im Sack? Wie du schon gesagt hast, da ist ja auch nicht mal eine Kirsche dran vorbeigelaufen. Also ja, das hat noch nie eine Kirsche gesehen. Ja. Ja, dann habe ich hier noch, hast du mir noch bereitgestellt, eine Mio Mio Mate. Das ist genau, Mate. Und zwar Bananengeschmack. Irre, ja. Oh Gott, hast du das schon mal probiert? Habe ich schon. Und es schmeckt? Ja, die erste Flasche schmeckt ja, würde ich sagen. Also es ist wie Mate. Warte, ich probiere direkt. Ja, mach. Muss man schütteln? Nein, mach ich alles? Nee, besser nicht, sonst kommt es dir entgegen. So, warte, ich probiere, ich trinke aus der Flasche. Und? Was sagt der Kenner? Gewöhnungsbedürftig. Ja, aber es ist, schmeckst du diesen Mate-Geschmack durch? Riechst und schmeckst du ihn? Ja, Mischung zwischen hausgemachter Limonade und einem etwas lange zu stehen gelassenen Fruchtzwerg. Ja, ist aber auch keine Banane dran vorbeigelaufen. Und jetzt wird's geil. Na, erzähl mal. Du hast mir noch einen 10er-Pack Huoba-Brezel hingestellt, die original großen Huoba-Brezel. Und die feiere ich wirklich mal komplett ab. Ja, dann mach mal auf, bitte. Ja, mach ich sofort. Warte. Mach mal auf. Kannst mir eine rüberbringen gleich. Nee. Übrigens. Nee, sag doch. Ich habe auch was sehr schön weihnachtlich ist, weil Weihnachten steht ja fast schon wieder vor der Tür. Ja. Ich habe neulich mir aus Ravensburg da unten was mitbringen lassen. Und zwar gibt es dort so ein Outlet. So ein Factory-Outlet für Weihnachtsplätzchen von Grieson, die auch die The Beukeler machen und so. Ja. Sagt dir das was? Sagt mir was. Und die haben auch so einen Outlet-Shop, wo so zweite Wahlplätzchen verkauft werden. Normalerweise kosten die ja immer so 200 Gramm irgendwie 8 Euro. Aha. Und dort kriegst du einfach mal ein Kilo für 3 Euro. Da fehlt ein Knopf oder die Naht ist auf oder so, ne? Ja, ach, du merkst überhaupt nichts. Das schmeckt ja total gleich alles. Ja. Also, und 7 Kilo habe ich mir mitbringen lassen. 7? Ja. Was machst du mit 7 Kilo Plätzchen? Bart. Ja, nimmst du einen Bart? Die ersten 2 Kilo sind schon weg, muss ich sagen. Oh, herrlich. Ich reiß das jetzt mal auf. Das ist zwar nicht schön für das Mikro, aber... Diese Brezeln unterscheiden sich ja... Die habe ich schon als Kind im Schwimmbad immer gekauft. Einzelverpackt gab es die da, ne, oder? Ja. Hattet ihr die auch? Nee, wir hatten aber heiße Hexe. Kennst du das? Da, oder Dunnies Snack? Wie hieß das? Kennst du das? Ja, das, ja, genau. Da war alles Pizza und die hatten wir nicht. Donut und so, haben die einfach in so einen Automaten gesteckt und dann ist das groß geworden. Das war, glaube ich, auch das ungesundeste Essen überhaupt. Ah, nee, guck, jetzt ist das. Huoba-Brezel, dann ein gedätschtes, also Mohrenkopfbrötchen und saure Gurken. Also diese Haribo-sauren Gurken. Ja. Und weiße Mäuse. Ich guck mal gerade, ob ich das noch. Da
Dannys, glaube ich, Dannys Snack hieß es. Ja, Dannys Snack, stimmt. Ja, und da gab es auch so einen speziellen Ofen dazu. Ja, mega. Ich mach jetzt doch mal hier die Sherry Coke auf. Ja, mach mal, komm, du bedien dich ruhig da in meiner Küche. Das ist kein Problem. In welches Freibad bist du denn mal gegangen? In der Nachbargemeinde. Ich komme ja aus Fulda, aus Künzell. Mhm. Und bin dann immer nach Petersberg mit dem Fahrrad ins Petersberger Schwimmbad gefahren. In den Sommerferien mit meinen Freunden. Ja, und da gibt es immer noch Huoba-Brezeln. Oder sagt man eigentlich Huber-Brezeln? Huoba, also ich habe es immer Huoba genannt. Ja, was mit UO geschrieben wird. Ja, was deutsch geschrieben wird, wird auch deutsch ausgesprochen. Huber. Huber. Ja. Österreichisch, dachte ich immer. Oder so. Das ist kein Unterschied, auch Huoba-Brezeln. Warte mal. Whatever. Muss ich direkt recherchieren, wo das denn herkommt. Ja, war auf jeden Fall immer legendär. Deutschland, Baden-Württemberg. Wie war das denn bei dir? Du kommst ja da aus Ostwestfalen, muss man sagen. Ja, muss man sagen. Hattet ihr ein Schwimmbad? Ja klar, in Bad Oeynhausen hatten wir sogar zwei Schwimmbäder. Also meines Wissens gibt es die auch heute noch. Ja, das noch Sielbad und das Freibad auf der Lohe. Also das Sielbad gibt es garantiert noch. Freibad auf der Lohe. Auf der Lohe. Müssen wir gucken, ob es das noch gibt. Ja, ich gucke mal, ob das würde mich ja mal interessieren, ob es das noch gibt. Ja, gibt's noch. Also, da sind wir früher. Also, ich war natürlich eher im Sielbad. Das war größer als das Freibad auf der Lohe. Aber das Freibad auf der Lohe war immer so, war klein, war neckisch und irgendwie 3,50 konnte man schon hingehen. Frühschwimmer war ich auch. Kostete nur 1,80, war Frühschwimmer bis zum 18. Lebensjahr insofern. Ach so, ich dachte Frühschwimmer ist nur vor 10.30 Uhr oder so. Ach ja, stimmt. Oder nee, ich weiß es gar nicht. Eine gute Frage. Ich habe auch sehr spät erst schwimmen gelernt. Kann auch sein. Übrigens. Ich auch. Wann hast du schwimmen gelernt? Ich möchte nicht lügen, nur 7, 8. Hm. Und du? Na spät. Noch später. Ja, ich glaube 22. Nee, mit 12 oder sowas. Im Spanienurlaub dann. Und wir beide, ich meine gut, wir beide sind ja so groß, wir können da stehen, egal wie tief es ist. Ja, wir fallen immer an den Grund. Ja. Nee, ich hab direkt relativ früh schon das Tauchen für mich entdeckt. Weil ich wusste, ich kann mich eh nicht über Wasser halten. Großen Respekt vorgehabt auf jeden Fall. Vor Wasser habe ich heute noch Wasser. Respekt. Ja, tierisch. Aber immer noch auch, muss ich sagen. Ich habe noch eine große, also noch richtig schöne Erinnerung, als ich mit Mama zusammen dann irgendwann mein Seepferdchen und den, wie hieß das dann, Freischwimmer gemacht habe. Ja, und zwar beides an einem Tag, glaube ich, soweit ich weiß, oder innerhalb von zwei Tagen oder so. Ja, Wahnsinn. Und danach habe ich ein großes Eis bekommen. Ein Stracciatella-Eis, das weiß ich heute noch. Das Schwimmbad ist heute nicht mehr da. Da ist heute ein Parkplatz. Aber das weiß ich noch. Ja. Und du hast auch mal Seepferdchen gemacht? Oder? Nein, gar nicht. Nie Seepferdchen? Ich war nie fähig dazu. Nein. Wie ist das im Meer? Ich meine, wenn du so viel auf den Weltmeeren unterwegs bist, gehst du dann mal schwimmen? Oder schnorcheln zum Beispiel, auch so ein Thema. Kann ich nicht. Ja. Wer bekloppt? Ich habe einen Tauchschein sogar. Ach, ich habe einen Tauchschein gemacht. Schwimmen kann er nicht, aber tauchen geht, oder wie? Ja, tauchen geht besser. Also ich kann natürlich auch schwimmen, das ist gar kein Thema, aber Tauchen ist irgendwie ganz cool. Da siehst du alles, was unter dir ist. Das ist mir dann in so Meeren oftmals dann angenehmer und lieber, dass ich sehe, was um mich herum und unter mir passiert. Mhm. Und das macht auch tierisch Spaß, muss man sagen. Man hat so eine gechillte Art da. Man atmet langsamer, alles bewegt sich langsamer. Das ist schon cool, Tauchen. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, aber hat Spaß gemacht, alles gemacht. Toll. Ich beneide dich ein bisschen. Also Schnorcheln geht noch irgendwie kein Problem. Aber das ist anstrengend. Aber nicht, wenn es zu tief ist. Ich kann es nicht. Ich weiß, wenn ich weiß und dann vor allen Dingen schwimmst du vom Boot weg und dann kannst du dich nicht mehr festhalten. Und wenn du weißt, jetzt kommt der weiße Hai, dann kann ich mich nicht festhalten. Ja, und es ist anstrengend einfach. Ständig schwappt dir irgendwie das Wasser in den Schnorchel und du musst ständig da strampeln. Das ist beim Tauchen, kannst du ja einfach so, du trimmst dich ja so, also du pegelst dich aus, dass du so im Wasser schwebst. Du musst eigentlich gar nichts mehr groß machen. Und das ist sehr entspannt. Muss ich mal vielleicht im nächsten Leben oder so. Also bisher habe ich Dinge, die mir das Gefühl geben, keinen festen Boden unter den Füßen zu haben. Da bin ich echt ein Schisser. Sonst immer große Klappe. Aber Schwimmen, Skifahren oder Schlittschuhlaufen war immer wirklich das Fürchterlichste überhaupt. Ich bin keine Eisprinzessin. Nein, das da bin ich. Überhaupt nicht. Gar, fand ich immer ganz schön. Man hat ja früher immer so Ausflüge gemacht, ne? So zum,
so einem Kindergeburtstag oder so. Was machen wir? Da gab es immer nur zur Auswahl, gab es immer, wir gehen schwimmen. Das war mal bei uns um die Ecke in so ein Schwimmbad. Wir hatten auch eine Rutsche, ne, in Haus Berge, Porta Westfalica, vielleicht hast du schon mal gehört. Ja, klar. Entweder da schwimmen oder kegeln auf der Kegelbahn. Kegeln? Kegeln, gibt es das noch, Kegeln? Bundeskegelbahn. Ich werde es nie vergessen, meine Eltern waren auch begeisterte Kegler und waren jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag kegeln im Kegelclub. In der Rhön. Mit anderen Bekannten, und da durften wir als Kinder ab und zu mal mit, so einmal im Monat. Und ich habe es geliebt, mein Vater hat so eine alte Adidas Fettledertasche gehabt, so ein rotes Fettleder. Und wenn er die schon gepackt hat, das fand ich großartig. Fettledertasche. Ja, die war so Fettleder, das war so richtig so altes Leder. Und dann sind wir immer da auf die Kegelbahn, und dann gab es da immer Hähnchen, was natürlich für die Kugeln dann besonders gut war, weil die waren dann genauso fettig wie das Hähnchen, weil jeder natürlich die Kugeln angedatscht hat. Und als Kind durfte man dann immer sehr motiviert die Kugel dahin knallen. Also ich habe so Kegelbahnen immer in Erinnerung, alle sind granatenvoll, trinken immer Bier und Schnaps gleichzeitig, es wird auch geraucht im Kegelraum. Und das war sowieso früher, überall wurde geraucht. Überall geraucht. Ne? Überall. Ja, ja. Und du bist ja noch ein paar Jahre älter, da kannst du dich noch mehr dran erinnern. Ja, vor allem die Flüge auch früher noch. Es gab keine Nichtraucherflüge. Ich habe auch noch im Flugzeug mal geraucht. Ja. Mit 14. Damals mit 8. Ja, ja, aber wie wurde das eigentlich getrennt? Nichtraucher- und Raucherbereich. Ich meine, das ist ja die ersten fünf Reihen hinten waren Raucher, glaube ich. Also ich weiß noch, dass ich nach Tunesien mal geflogen bin, und dann gab es aber auch noch so ein Menü mit Gulasch und sowas. Und hinterher. Und da war der Alkohol auch noch umsonst. Und dann hast du dann nachher eine geraucht in der letzten Reihe. Hat aber keiner was gesagt. Ja, das war in den Kneipen so früher. Wenn du aus der Kneipe gekommen bist, wenn du dann sonntags mit deinen Eltern unterwegs warst, da hast du 3 Tage lang die Klamotten erstmal raushängen müssen. Ne? Das hat ja einfach gestunken wie Sau. Hotels und Restaurants gibt es heute immer noch. Wenn ich auf Tour bin, ist immer große Gefahr, wenn es heißt, wir nächtigen im Hotel Goldener Löwe oder sowas. Das ist immer sehr verdächtig, muss man sagen. Also Farben mit Tiernamen gemischt, Hotels immer keine gute Wahl. Die haben aber auch eine eine Kegelbahn im Keller. Ja, entweder das, aber das ist einfach noch so, das ist dann meistens noch Eigentümer geführt, wie es so schön heißt. Ja. Ne, da ist dann der Großvater, der sitzt dann noch an der Hotelrezeption. Die Hotelrezeption ist aber auch nur 2 Stunden am Tag besetzt. Und ansonsten hängt nur ein Schild da, bitte rufen Sie diese Nummer an. Und dann bist du auch in den Hotelzimmern, die meistens auch noch sehr positiv ausgedrückt, sehr rustikal eingerichtet sind. Auch die Programme im Fernsehen sind nicht gerade up to date. Meistens gibt es ARD, ZDF und die Dritten noch, wie früher. Das ist ja, wie 86. Schleswig-Holsteins 100 schönste Ackerfurchen kannst du dir anschauen oder so. Und das war's. Dann ist Ende im weißen Hirsch. Da macht man einiges mit, wenn man so on Tour ist, wahrscheinlich, oder? Du brauchst eigentlich einen Nightliner, in dem du so Chicks und Alkohol hast. Und nicht, das ist aber sowieso so ein Gasthaus. Ist ein verdammter Traum. Das ist wirklich ein verdammter Traum, muss man sagen. Ja. So ein Nightliner, mit dem durch die Gegend kutschiert zu werden. Blazy, ich fahre ja auch meistens noch selbst. Und so. Ich fahre ja noch selbst mit dem Auto, und dann bist du dann immer. Ich fahre ja noch selbst. Ach was, ich fahre noch selbst? Ich fahre nicht mehr selbst. Ich werde schon seit dem dritten Lebensjahr werde ich immer gefahren. Naja, aber so ein Nightliner wäre schon, das wäre schon geil. Das wäre es. Das wäre echt geil. Naja, klar. Schön entspannt abends noch rein. Aber das Einzige, was ich mich immer frage, vielleicht, wenn du jeden Abend auf der Bühne stehst und feierst und singst meinetwegen auch noch und schreist, und wenn du dann noch säufst und rauchst dazu, dann wäre ich am zweiten Abend heiser und total fertig. Ja, da würde mich also auch deswegen, 3 Stunden Schlaf im Nightliner nicht mehr erholen. Das stimmt, ja. Also deswegen schreie und saufe ich auch nicht. Oder selten oder schon gar nicht auf Tour. Aber das stimmt schon. Also wenn du so 3, 4 Auftritte hintereinander hattest, dann merkt man das schon. Also ich merke es schon. Also sowohl an der Stimme als auch so. Die Körner gehen dir dann irgendwann langsam aus. Und das passiert doch teilweise während dem Programm auf der Bühne, dass du merkst, okay, jetzt wird runtergefahren gerade. Jetzt hat einer Reset gedrückt. Ja, stimmt, ich war aber auch bei einem Auftritt dabei. Da hast du uns dann im Nachhinein erzählt, dass bei dir gerade runtergefahren wurde. Das hat aber keiner gemerkt. Was war da nochmal los? Erinnerst du dich? Ja, ich hätte nämlich noch sehen. Das war auch in Köln. In Köln im Senftöpfchen war das. Ach was, okay. Superschöner Laden, ganz toll.
Und ja, da ging mir jetzt aber auch nicht so, ich weiß auch nicht, was da los war. Das war eher so ein bisschen, das war nicht nur Reset, das war schon mehr irgendwie. Da habe ich irgendwie während dem Lesen dann gemerkt, irgendwas stimmt hier Hat gerade. Da schon habe ich einen mich noch Stecker unwohl rausgezogen, gefühlt. mehr als Ja, Reset. wirklich. Ja, Ja. wirklich so ein bisschen fast, dachte ich falle gleich vom Stuhl. Also so ein bisschen Schwindel eher auch dabei. Entschuldigung, aber das haben einige Leute im Publikum auch gedacht. Was? Wahrscheinlich. Ich falle gleich vom Stuhl. Ja, ich hoffe wegen dem Voll Lachen, aber. Lachen. Ja, Ja, aber nee, das fand ich so gut. Aber wenn es keiner gemerkt hat, ist es ja okay. naja, es hat keiner gemerkt und ich habe dich dann ja auch nachher wieder aufgebaut. Ja. Ja, nee, ist auch was. Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja, das ist manchmal nicht so ohne, wenn man dann irgendwo in Süderbrarup, Eckernförde, irgendwo nach dem Auftritt dann wieder ins Hotel hüpft und Ja. dann ist manchmal auch so ein bisschen, da denkst du, jo, Übrigens auch und sehr jetzt? langweilig, die rote Bar. Man könnte auch vermuten, wir sitzen hier mit hochprozentigem. Noch Eine Sherry nicht. Coke. Sherry Coke, ich habe Wasser, wirklich Leitungswasser. Das habe ich ja auch aus der Radiozeit so ein bisschen gelernt. Ne? Also, wenn Leute mal sagen, ja, könnt ihr euch einen trinken, dann wird es richtig lustig und so, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gemacht, hahaha. Ist überhaupt nicht so. Also, ich finde immer, man tut sich selber keinen Gefallen. Da hätte ich jetzt so eine goldene Regel, die möchte ich vielleicht jetzt hier auch einführen in der roten Bar. Nüchtern bleiben und dann irgendwie, sag mal, eine Viertelstunde vor Schluss. Da gucken wir dann, dann Da mal, oder gehen wir machen wir dann ein steil. schönes Getränk nochmal auf oder so. Ja, Ja. das ist gut. Das ist eine schöne Oder? Idee. Das ist doch, Ja, und ist eine vor allen gute Dingen Idee. heute sind wir auch nah beieinander. Ja, können wir noch Da anstoßen. können wir doch Aber nochmal sag mal, da du anstoßen. jetzt in Köln bist, bist du da, jetzt ist ja auch wieder Karneval geht ja los. Ja, richtig. Bist du da auch so mit dabei? Bist du dann Muss da ich einen Schluck, schon? erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Ja, mach das. Aber bist du dann auch schon da so ein bisschen geimpft worden Ja, mit also ich Kölsch? hab so ein bisschen, ich habe es vorher immer unterschätzt. Karneval, ich war nie Karnevals-Fan und schon gar nichts Faschings-Fan oder wie das woanders noch so heißt. Bei uns hier zu Hause ist das Karneval. Bin da zum Auch mit dem Singsang, Karneval. Karneval. Ich bin früher auch zum Kinderkarneval gegangen in der katholischen Kirche in Bad Oeynhausen. Da redet man übrigens nicht so. Da redet man anders. Ja. Und nee, in Köln, das packt einen. Also ich stehe immer noch nicht auf Sitzungen oder die Umzüge. Ja, das ist okay, aber das Lebensgefühl, was diese Stadt ausmacht, eigentlich ist hier das ganze Jahr über Karneval. Das heißt, das habe ich bisher auch nur in Köln so erlebt. Du Aber kannst ist das am nicht ein Wochenende, Klischee? nein, Ist du das nicht ein gehst am Klischee? Wochenende hier weg. Und du hast das Gefühl Karneval. Dann spielen die kölsche Lieder. Wo, in welcher deutschen Stadt, in welche deutsche Stadt im Nachtleben gehst du weg und hörst da Kölner viele Karneval-Lieder. junge Leute auch, ja, von jung bis alt in der Kneipe auf dem Tisch tanzen und die singen lokale Mundartlieder. Aber ist das dann nur in speziellen Kneipen, wo sie, also ist das wirklich ein Stadtgefühl oder ist das dann einfach nur in so in der Nein. Altstadt oder Nee, so? nee, nee. Es ist so ein natürlich dieses kölsche Understatement, so dass man, jeder ist willkommen, wir sind alle zusammen, wir halten alle zusammen und man ist immer offen für Neues, für neue Leute, man lernt gerne neue Leute kennen und das entspricht eigentlich absolut meinem Naturell. Das ist das, was diese Stadt ausmacht. Ja, und Karneval, wie gesagt, ich bin ganz neutral rangegangen, ja, mein erstes Karneval, als ich hergezogen bin. Habe jetzt nicht die ganzen Tage mitgemacht. Also dann um Rosenmontag so die Ecke rum. Fängt ja schon am 11.11., wie gesagt, an. Aber ich habe nachts von den Liedern geträumt. Ich war geflasht. Ich war geflasht. Und das ist eine große Mischung aus allem, würde ich sagen. Vielleicht habe ich auch schon bald genug in ein paar Jahren, das kann durchaus sein. Ja. Aber die Bereitschaft, miteinander zu feiern, offen für Feierei zu sein und dabei keine arrogante Schickimicki-Feierei, sondern man nimmt sich in den Arm, man quatscht, man ist offen und das ist einfach ein glücklich machendes Gefühl. Nenn's Karneval oder nenn's anders, ist mir eigentlich egal. Aber wie gesagt, mit Sitzungen und Umzügen kann ich eher weniger anfangen. Ja, meine Welt ist es halt auch nicht. Also ich hatte eine kurze Karriere, fast nachtsmäßig, und zwar habe ich Karneval. als 10-Jähriger, Karneval, Vorsitz, 10-Jähriger eine großartige Nummer bei der Als Kindersitzung, Zehnjähriger, jetzt kommen diese ja. Geschichten. Hattest du eine Oder schlechte, schlimme Erfahrung mit Karneval? nein, oder acht, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall in einer Kinderfremdensitzung habe ich einen Flohzirkusdirektor gegeben.
und habe eine Flohzirkusnummer gemacht. Und die sind auf dich übergesprungen. Direkt danach habe ich meine Karriere in diesem Bereich beendet. Also das war mein Fasnachts- und Karnevalserlebnis. Nee, da bin ich nicht so. Ist nicht so meine Welt. Okay. Deswegen bin ich jetzt auch gar nicht böse, dass die so Horrorclowns überall rumlaufen und auf die Fresse bekommen haben. ist so ein Kindertrauma, was jetzt dadurch ein bisschen abgearbeitet wird. Das ist wirklich so, ja. Vor wem hast du mehr also, Angst? Also wer ist die Suspekta? Horrorclowns oder Tim Wiese? ja, definitiv, aber muss ich sagen, die Horrorclowns. Also Tim Wiese, weißt du, ja, ne? Was willst du da sagen, ne? Der führt nichts Böses im Schilde. Bei den Horrorclowns weiß ich es nicht. Der führt gar nichts im Schilde. Aber Horrorclowns seit Stephen Kings ist, glaube ich, jeder, der den Film geguckt hat, so ein bisschen geschädigt diesbezüglich, oder? Seit Horrorclowns? Ja, Horrorclowns tauchen ja ständig in irgendwelchen Filmen, ob Saw oder was da gucke wo auf. Ja. Aber übrigens, was ich dir noch sagen will, apropos Horrorclowns, also, na gut, ein bisschen falsch. Oleg Popov, kennst du den? Der Clown schlechthin. Ja. Kennst du den? Ja, ja. Ist gestorben. Hast du mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. War mir vorher gar nicht so ein Begriff, muss ich gestehen. Nee, doch. Ich dachte, du wirst jetzt über Roland Koch reden. Entschuldigung. Roland Koch, der Horrorclown. Er war der Horrorclown für Inneres und Sport. Nee, aber ich fand das fast makaber, dass Oleg Popov wirklich der Clown schlechthin, ne? Gerade dann stirbt, wenn diese Horrorclowns jetzt jedes Plateau betreten. Das ist doch irgendwie auch fast schon makaber, oder? Das ist eigentlich tragisch. Vielleicht hat er gedacht, so jetzt wo ich gehe, oder vielleicht ist es auch die Reinkarnation von ihm. Nee, weiß ich. Man weiß es übrigens nicht. Wusstest du, dass der in Deutschland gelebt hat, in Franken, hat eine deutsche Frau gehabt? Ja, in Süddeutschland hat er gelebt, ja. Aber wie gesagt, war jetzt für mich nicht so präsent. Also ich habe einen kulturellen Radiosender gehört. Ich höre ja, was höre ich denn? Deutschland Radio Kultur. Und da habe ich schon gedacht, okay, da bin ich wohl nicht entziehen genug, um zu wissen, wer das ist. Aber anscheinend ist es Mainstream, wenn es bei dir auch schon so. Oder du, Ich bin nur in der Zeit groß geworden, wo es nur drei Fernsehsender gab. Und da gab es dann auch immer natürlich Stars in der Manege und irgendwelche Übertragungen von dem Zirkus in Monte Carlo. Ja, und da hat natürlich Oleg Popov immer Gas gegeben. Oleg Popov, der traurige Clown, der sammelt ein das Licht in die Manege. Hm? Stimmt, der hatte diesen einen Trick irgendwie. Erzähl uns das mal, wie funktioniert das, dieser Lichttrick? Ja, das ist. Der fängt die Sonne ein, ne? Oder so? Genau, er fängt das Sonne. Ist eigentlich wirklich ganz süß und ganz zauberhaft. Also, es ist ein großer Lichtkegel und er kehrt den Lichtkegel so symbolisch zusammen. Der wird dann immer kleiner und dann macht er seine Tasche auf und dann legt er dort den Sonnenschein rein, dreht sich rum, verlässt die Manege und dann beginnt in der Tasche diese Tasche eben zu leuchten, sodass er den Sonnenschein mitnimmt. Also, eigentlich wirklich ganz schön, muss man sagen. Schöne Nummer. Ach, guck. Ja. Oh. Ja. Also ja, mit dem Thema Zirkus kann ich jetzt nicht so viel anfangen, muss ich gestehen. Aber das hat sich auch, hat mich irgendwie noch nie so gereizt. Mhm. Und die Tiere fühlen sich auch nicht so sehr wohl da, ich auch nicht. Also da habe ich was mit denen gemeinsam. Hast du Cirque du Soleil schon mal gesehen? Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich war schon einige Male in Las Vegas, aber auch zu solchen Sachen bin ich noch nicht. Das du? Ist einmal in Frankfurt auf der Tourneebühne waren sie unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm hieß. Das ist natürlich schon, das ist genial. Also das sind wirklich unfassbar gute Künstler und alles natürlich sehr künstlerisch und so gemacht. Also auch ohne Tiere alles, definitiv. Ja. Aber ich glaube, diese Shows in Las Vegas, die sind nochmal eine Klasse besser. Also da sind riesige Wände, die sich dann aufrichten und die Leute da runterrutschen. Also muss gigantisch sein. Ich war selbst leider noch nicht da. Ja, ich irgendwann werde ich das mal machen. Vielleicht auch in Las Vegas und mir dann mal eine Show anschauen. Aber du warst schon mal in Las Vegas, ne? Ich glaube dreimal war ich dort, ja. Hm. Ich bin da immer nur hingefahren, weil ich das Flair geliebt habe, weil ich so Themenhotels total gerne mag. Da bin ich irgendwie ein kleiner Junge. Ja, das kann ich gut verstehen. Bin ich aber auch. Es gibt zum Beispiel auch ein Krimi-Hotel in der Eifel. Da musst du auch mal unbedingt hin. Was beinhaltet das? Was gibt's da? Die ganzen Zimmer sind dort verschiedenen Krimi-Charaktere nachempfunden. Also Derek, Sherlock Holmes und so weiter. Das Derek-Zimmer.
Ja, wirklich. Aber von da dir gibt es noch das Zeno-Diegelmann-Zimmer. Ja, nicht wirklich. Aber das ist wirklich großartig. Also das ist ganz witzig. Da hängt dann noch von Sherlock Holmes der Mantel und die Pfeife ist noch im Aschenbecher und so in dem Dings da drin angelehnt. Also, ist echt ganz cool. Hast du bis da gewesen? Ich bin schon mal dort gewesen, ja, vor 2, 3, 4, 5 Jahren, was auch immer. Ja. Man kann da auch so, so Krimi-Touren dort machen, wo man dann durch die Stadt läuft. So ein bisschen Schnitzeljagd für Erwachsene, wo man dann den Uhrenmacher irgendwie irgendwelche Sachen fragen muss und der gibt dann Hinweise, die einem zum nächsten Hinweis führen und so. Ist ganz cool. Das können wir eigentlich mal machen. Lass uns das doch mal machen. Wo ist das? In der Eifel. Eifel halt, mein Gott. Eifel. Eifel halt, irgendwo dort. Krimi-Hotel in der Eifel, aber echter Tipp, sollte man mal machen. Ja, können wir gern machen, da bin ich dabei. Ja, also mega, kann ich wirklich nur empfehlen. Gab es sonst irgendwelche crazy Hotels, die du in deinem Leben besucht hast? Ja, crazy Hotels gab es immer, aber leider nicht so, dass sie wollten, dass sie crazy sind. Wir reden jetzt von dem Guten, von dem wirklich das tollste Hotel, in dem du jemals genächtigt hast. Oh, nee. Also ich bin jetzt ja auch gerade in einem ganz tollen Hotel hier in Köln. Das ist echt ganz cool. Ja. Aber in welchem? Können wir sagen. Wie heißt der nochmal? Savoy heißt das. Savoy, ja, genau. Savoy Hotel. Klingt noch ein bisschen puffig. Das ist aber ein legendäres Hotel, ne? Irgendwie. Absolut. Da hat damals Atze Schröder doch dem... wem hat er da auf die Nase gekloppt in der Bar? Dann muss es gut sein. War doch... Oh Gott. Genau, ja. Nee, das ist cool, aber tolle Hotels, mein Gott, gibt's natürlich viele auf der Welt, aber das liegt meistens daran, dass sie in tollen Gegenden liegen. Oh je, also. Mit Suite, hast du eine Suite oder was? Standardzimmer, nee, Venedig-Suite, New York-Suite hier. Normales, dekadentes Zimmer. Ach, also. New York-Suiten, so viele gibt's gleich hier, das ist ja... Ja, die haben so verschiedene Themenbereiche. Asien-Suite, Geisha. Mit Whirlpool-Wannen und so. Aber du nicht. Nein, ich nicht. Okay, naja, gut. Ich sag mal, für alleine brauchst du jetzt nicht die Oregon Suite. Ja, wer weiß, was ich noch ergibt heute hier in Köln. Ja, das ist, da lernst du auf jeden Fall nette Männer kennen. Ja, das wäre dann vielleicht nicht so gut. Dann doch lieber Einzelzimmer für auch mich. Auch mal ein Ausflug für dich. Und ein Rasul, einen guten Spa-Bereich auch, sehe ich gerade. Habe ich gehört, ja. Habe ich mir überlegt, vielleicht morgen zu machen. Warst du dort schon mal? Nee, war ich noch schon nicht. Kann man mal mitgehen. Rasul, ja, zum Rasul-Erlebnis machen wir mal. Rasul. Ich habe übrigens bei dem Stichwort Rasul, habe ich gerade total Durst. Ich komme ja mal gerade rüber und wollen wir mal was trinken vielleicht? Willst du was von meiner Cherry Coke? Wo wir langsam auf die Zielgeraden kommen. Nee, jetzt können wir jetzt die harten Sachen auspacken. Moment. Also du hast ja gesagt, Viertelstunde Verschluss darf man jetzt alkoholisch werden. Ja, dann komm mal rüber und hol dir mal was hier aus deiner Küche. Hallo. Hallo. Du, ich bin hier nur gerade was am Machen. Ich hoffe, ich störe dich nicht. In deiner Küche. Kölsch, oder? Kölsch ist super. Ja. Wenn schon Köln, dann noch ein Kölsch. Das ist das gute Reisdorf-Kölsch. Prost. Ja. Was auch immer. Cheers. Ich nehme mir auch noch eine Huber-Brezel mit hier. Huber, ja nicht Huber. Ja. Das ist hier wirklich... Ja. Aber die magst du. Der ist mega. Prost. So, bis gleich. Virtuell ja. Jetzt geht er wieder rüber. So. Der Gute. In sein. Das kommt mir wirklich reichlich bescheuert vor. Also, ja, es ist auch ein bisschen bescheuert. Zwei Männer in unterschiedlichen Räumen nehmen irgendwas auf. Ja. Prost erstmal. Prost erstmal, ne? Obwohl Reisdorf-Kölsch wirklich nicht, passt nicht zur roten Bar, ne? Also, Die hatten immer so schöne Kristallgläser. Habe ich die geliebt. Also, das war schon immer cool, das muss man sagen. Für die Leute, die es nicht kennen, unbedingt mal hingehen. Direkt unten am Mainufer ist das, die Rote Bar. Was gibt natürlich noch andere Bars. Man muss klingeln und klopfen, glaube ich, ne? War das nicht so? Also bei mir hat Klingeln gereicht. Du hast immer noch aus Verzweiflung geklopft. Und dann wird man gemustert von einem äußerst unfreundlichen Barkeeper, aber das ist Programm dort, dass man so ein bisschen zurückhaltend ist, ne? Hm. Das kann man schon so sagen. Ja, ich überlege gerade, ob ich es jemals... Stimmt, es könnte durchaus unfreundlich rüberkommen. Ja. Er ist ja distanziert. Ja, distanziert, das ist das richtige Wort, genau. Oder eine gewisse Vornehmlichkeit. Hm? Ja, das stimmt. Ja. Also, ach, diese Oberbrezeln. Also, um da nochmal ganz kurz drüber zu reden, die sind ja wirklich so dünn, diese Dinger. Ne? Also ein bisschen dicker als eine Salzstange.
Also ein Kinderfinger. Also ein Kinderfinger, ein lecker Kinderfinger. Ein adipöses Kind vielleicht. Nee, also meines jetzt. Naja, kommt drauf an. Welches Alter? Kommt drauf an, ob meine Finger so aussahen, ne? Nö. Geht aber. Gehen wir denn heute Abend noch Kölsch essen oder was sind so deine Abendpläne? Also ich habe noch keine großen Pläne. Was isst du denn gerne? Ich bin für alle Schandtaten bereit. Also deine Stadt, dein Programm. Ich weiß, du bist ja ein, also du bist ja kein, niemand, der zu Fleisch Nein sagt. Ja. Wir reden vom Essen. Also du bist ja da noch extremer als ich, obwohl ich bin nicht mehr extrem. Früher war ich durchaus jemand, der auch gerne Fleisch gegessen hat, aber inzwischen muss ich nicht. Kann ich, muss ich nicht, aber heute Abend würde ich mit dir ins Steakhouse gehen. Ja, also Fleisch-Swinger-Motto sozusagen, alles kann, nichts muss bei dir. Sozusagen, es wird gegessen, was auf die Platte kommt, das ist also. Auch das ist ein alles Swinger-Motto. Gegessen wird, wer auf den Tisch kommt. Ja. Solange du deinen Hoden noch unter meinen Tisch legst. Nein, Gott. Und danach Ich bin dabei. Ich bin dabei, egal. Also Steakhouse klingt immer gut. Gibt es hier was Legendäres, was man unbedingt das ist wirklich, gesehen und gegessen hat? Also es gab ein legendäres Steakhouse. Da muss ich mal recherchieren, weil das ist wirklich ein Name. Moment, das muss ich mal gerade gucken. Steakhouse. Bei Steakhouse gibt es ja solche und solche, ne? Steakhouse, der Name ist ja nicht geschützt. Also von daher gibt's da. Da kannst du tummelt sich viel falsch machen. Ja, natürlich. Ja. Nee. Also es gab hier ein Steakhouse, das habe ich sehr gerne besucht. Das hat aber irgendwann. Muss ich mal gerade gucken. Die sind umgezogen. Okay. Und dann gab's aber keine Kette. Nein. El Gaucho hieß das. Steakhouse. Verrückt. So hieß ja auch noch nie ein Steakhouse. El Gaucho. Nee, ist tatsächlich. Also. Ja, es hieß, glaube ich, El Gaucho. Ja, aber wenn es nicht mehr gibt, ist es egal. Also nee, aber pass auf, die wollten schon vor längerer Zeit umziehen, nämlich irgendwie vor anderthalb Jahren, vom Barbarossa-Platz an den Hohen Staufenring. Wirklich ein tolles, süßes Kellersteakhaus am Barbarossa-Platz war das, unterhalb des Holiday Inn Hotels. Mhm. Wendeltreppe runter, und dann warst du unten in so fast Gewölbe, alles mit Holz vertäfelt, mit dunklem Holz. Du hast schon gemerkt, das gibt schon ewig dort, schon 30, 40 Jahre, mit Bildern an der Wand, wer schon alles da gewesen ist, wer schon alles gegessen hat. Ja, du musst das von Fett allen des Steaks musst du an den Wänden ablesen können. So, natürlich, das gehört zum Steakhouse dazu, ja. Und also wer war alles da, von alle Milowitschen, alle Politiker und der Poldi selbstverständlich auch. Also das Steakhouse kann ich sehr empfehlen, wenn es demnächst wieder aufmacht am Hohen Staufenring. Soll demnächst aufmachen, steht auf der Facebook-Seite jedenfalls. Und dann gibt es noch ein anderes, da muss ich auch mal gerade gucken, das möchte ich nicht, weil es auch nicht verkehrt ist. Apropos Facebook-Seite. El Chango, ist auch ein typischer Name. Ne? Das ist auch wirklich sehr urig und das wird ja auch gefallen. Das ist auch auf und es ist beim relativ zentral beim Heumarkt, beim Dom, da um die Ecke. Okay. Ja klingt gut. Also ich bin dabei. Apropos Facebook, vielleicht noch kurze Info zu der Roten Bar. Das ist ja jetzt kein, wir nehmen das Wort jetzt nochmal kurz einmal in den Mund. Also es ist jetzt kein klassischer Podcast, muss man sagen. Ne? Also was ist einfach das, dieses Podcast? Ja, es ist eigentlich ein Gespräch einfach zwischen uns, weil wir die ganze Zeit geführt haben, nur dass wir es jetzt aufnehmen und das andere noch mithören können. Und nur, das soll es ja auch sein. Aber also wir haben jetzt nicht den Anspruch, irgendwas da an den Start zu bringen oder Start bringen zu müssen oder irgendwas. Ne? Eins ist uns sehr wichtig, Dresscode, Abendgarderobe. Also wann immer du hier zuhörst, Abendgarderobe anziehen. Ja, das ist geil. Das ist mindestens geil. Eine Fliege. Abendgarderobe, richtig. Oder? Für die Herren und die Damen. Ja. Nachtgarderobe. Nachtgarderobe, genau. Wer weiß, wo das bitte auf die Facebook-Seiten von Matze Milberg und Tim Bolz. Ja, wir versuchen hier uns die Herrenwitze zu sparen in der Roten Bar. Ja, was uns nicht immer gelingen wird. Nicht aber immer. Es ist jetzt auch keine, ist ja jetzt nicht die humoristische Abendshow oder sowas. Also, die humoristische Abendshow? Ja, ist es ja nicht. Wir unterhalten uns nett. Trinken hier einen Kölsch und demnächst mal gucken, wann wir das wieder mal machen, oder? Es kommt ja einiges auf uns zu.
Demnächst US-Wahl zum Beispiel. Stimmt. Ja, ist, steht jetzt kurz vor der Tür. Unmittelbar also wahrscheinlich, bevor. Vielleicht, wenn du es hörst, ist es schon durch. Ja. Weihnachten, Karneval. Wir können uns ständig unterhalten eigentlich. Wann bist du weg? Richtig. Wann reist du wieder weg? Lass mich. 18. November bin ich weg und am 5. Dezember lande ich wieder. Und dann geht's auf Weihnachtstour. Dann können wir es ja mal vielleicht. Entweder ich melde mich mal von Tahiti. Ja, ich bin ja in der vielleicht Zeit auf Kuba. Das hin. Oh ja, stimmt, du bist ja auch da. Oder dann irgendwie, wenn ich auf Weihnachtstour bin. Auf Weihnachtstour ist doch auch ganz schön. Vielleicht irgendwo, wenn ich irgendwo im Hotel bin, dann rufen wir uns nochmal an. Treffen uns einfach auf dem Weihnachtsmarkt. Rote Bar Weihnachtsmarkt. Ja. Imaginärer Weihnachtsmarkt. Gibt's doch vielleicht auch. Ja, bis dahin sind die 7 Kilo Kekse auf jeden Fall weg, das weiß ich. Mm. Und auf jeden Fall definitiv die Huoberbrezeln. Tim Bolz. Das Gute ist, ganz kurz, diese Huoberbrezel können nicht schlecht werden. Also das die sind so trocken, John. Die können nur noch zu Staub zerfallen. Ansonsten gibt es da keinen Verwesungsprozess mehr. Aber ich werde davon süchtig. Ja, ich sag ja, das du ist auch, ne? Chunky-mäßig, auf jeden Fall. Hast du eigentlich auch ein süßes Food, was du gerne isst? Ja, alles. Das ist ja das Problem. Ach so, ja. Süß bin ich auch sofort dabei. Fleisch und süß. Ein Nutella-Steak wäre, glaube ich, mein innerer Vorbeimarsch. Kinderschokolade. Ja, geht alles. Ja, Matze. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Tim Bolz. Ja. Schriftsteller, Tausendsasser. Was ist eigentlich ein Tausendsasser? Sagt man so lapidar immer da, ja? Wer weiß das? Tausendsasser, sage ich einfach mal so. Ja, Matze Milbeck, das Sprachrohr einer ganzen Generation. Einer verlorenen Generation. Ja, vielen Dank. Einer der letzten, den Satz vielleicht nochmal fortsetzen, einer der letzten seiner Sorte. Das sicherlich. Ja, vielen Dank, dass du mich auf jeden Fall, dass ich hier zu Gast sein darf bei dir heute in deiner Küche, während du in deinem Kämmerchen drüben. Ja, schönen Dank. Euch auch alles Liebe und bis zum nächsten Mal hier in der Roten Bar. So, und schön abschließen, wenn ihr rausgeht.